Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer will mit dem Fußball-Viertligisten SG Wattenscheid 09 als sportlicher Leiter so schnell wie möglich die Vergangenheit einholen, das sagte er bei seiner Vorstellung am 14. Das Ziel heiße, raus aus der Regionalliga und hin zu größeren Dingen. Ich habe für 3 Jahre unterschrieben. Um 3 Jahre in der Regionalliga zu bleiben, wäre ich der falsche Mann. Gleichzeitig stellte der 63-Jährige aber klar, über die Bundesliga zu reden, wäre der größte Schwachsinn. Im Moment liegt hier alles mehr oder weniger brach, erst einmal ginge es für den 14. der Regionalliga West darum, den Klassenverbleib zu schaffen, das wird wahnsinnig schwer. Die SG kämpfte zwischenzeitlich so sehr um das finanzielle Überleben, dass sie um den Jahreswechsel eine Crowdfunding-Kampagne initiierte. Neururer, zu 100% nicht als Trainer, in Wattenscheid beim Bochumer Stadtteilverein, der von 1990 bis 1994 in der Bundesliga spielte, arbeitet Neururer nach 14 Trainerstationen erstmals als Sportdirektor. Ich habe viele Sportdirektoren erlebt. Von den ganz schlechten wie von den ganz guten konnte ich eine Menge lernen, sagte er. Neururer versicherte, dass er in Wattenscheid zu 100% nicht als Trainer arbeiten werde. Farad Toku, ein ehemaliger Praktikant Neururers in Bochum, sei ein hervorragender Trainer. Er bekam gleich eine Jobgarantie für die neue Saison.